gespannt. Das mit den Gunmen, dass die nicht komplett zufällig sind. Also ich hatte auch das Gefühl, aber ich konnte nicht irgendwie den Finger drauf zeigen, wie. Und das finde ich jetzt echt interessant, Schmirps, dass du da die Fakten hast. Also wenn ihr irgendwelche Fakten habt, dann haut sie gerne raus. Ich spiele das Spiel nicht mehr oft genug, dass ich irgendwie alles weiß. Von daher, haut raus. Wir sehen jetzt hier aber Syntec gegen Scouty. Und wir sehen kein Falco-Double, sondern wir sehen den Terry. Und der macht hier gerade auf jeden Fall gute Arbeit schon. Man sieht auf jeden Fall das, was ich gerade eben schon angesprochen habe, ist halt, Terry hat halt extrem gute Frame-Data. Und wenn Falco einfach nur reingeht, dann ja, besiegt Terry ihn halt ganz einfach. Was Syntec nicht so ganz macht, was eigentlich ultra gut Terry ist, ist Nair out of Shield. Weil er Nair in seine Sachen halt canceln kann. Aber das macht Syntec nicht so oft. Oh, Schöneberg, er ist jetzt auch schon wieder even. Und jetzt hat er auch Go, tatsächlich. Oh, gleich kommt der... Ah, nein! Was? Ich dachte, gleich kommt der Power Gazer, aber... Ja, Scouty hat echt Angst gerade vor Terry, was ich sehr verstehe. Ja, bei allen Auto-Turnaround-Charakteren ist es auch so, dass du... Oder zumindest Terry, Ryu und Ken... Ja. Dass du B-Moves, also Special Moves, oh, ja. mit dem A-Knopf auch machen kannst und auch mit dem Z-Knopf teilweise. Ja, ja. Das ist ganz merkwürdig. Also kann sein, dass das eben gerade so ein Missklick war. Ich habe ja auch mal Ken gemaint für 2 Jahre. Stimmt. Und das ist halt so ein Ding, was manchmal passiert. Ich finde, das Schwierigste, oder also das Schlimmste, was einem passieren kann mit so einem Char, ist halt, wenn du offstage den falschen Input machst und dann in die andere Richtung vielleicht eine Side-B oder so. Das passiert ja auch ganz häufig. Ja. Weil das Game das als Input sieht. Und sowas passiert halt mal. Ja, gerade auch mit Terry, ne? Ja. Also der hat ja auch noch 2 verschiedene Side-Bs sozusagen. Mhm. Kann das mal passieren, dass der auf einmal nach hinten losgeht. Wie wir sehen, immer noch sehr even. Gucken, was er daraus machen kann. Oh, schön. Oh, ja, der Jab. Er sucht nach dem Jab auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob Jab, ich weiß nicht, wie heißt die Up-B? Rising Tackle. Rising Tackle, ob der schon killen würde, ich glaube aber schon. Nee, ich glaube nicht. Also Rising Tackle ist nicht so unfassbar stark. Oh, schade. Jetzt aber, jetzt glaube ich schon. Ah, er hat es auch gerade eben schon versucht. Er hört uns hier zu. Oh. War sehr spannend auf jeden Fall. Also, da könnte ich wirklich noch nicht sagen, wer das hier gewinnen könnte. Nee, ist auch gerade echt even. Also Falco könnte jetzt auch einfach den Stock holen mit Up-Tilt-Backer, aber Syntec kommt ihm zuvor mit der Side-Beam. Ja, schlau, eine Attacke zu nutzen, die lingert. Ja. Oh, die Backer killt noch nicht, weil sie quer über die Stage schlägt. Jetzt ist natürlich Go da. Oh. Jetzt ein F-Tilt into Buster Wolf. Das wäre schön, oder das? Ah. Jab, Buster Wolf. Alter, der Power Gazer. Jetzt kommen die Goes. Jetzt kommen die Go-Attacken. Ah, egal, die Backer. Regelt für den nächsten Stock. Ah, das war eine schöne Idee, dass er ihn nach dem Tag Chase grabbt. Leider ein bisschen mistimed. Oh. Oh, Power Dunk. So eine Stärke von allen FGC-Chars ist halt, dass sie halt keine Probleme haben zu killen. So, er muss halt jetzt eigentlich, ich weiß nicht, einen Downhill treffen oder einen Jab und das ist halt einfach dann vorbei so. Terry hat im Gegensatz zu den anderen auch einen Kill-Throw. Oh, das war's. Das war's. Er hatte keinen Jump mehr. Oh, damn. Das war echt nice geklatscht. Und das ist halt das Ding, von dem ich geredet habe. Da muss Terry so doll aufpassen, weil diese Downhair ist active. Die Laser sind unfassbar nervig. Sie nehmen das ganze Momentum. Es ist halt... Naja. War aber wirklich sehr even. Also das nächste Match kann in jede Richtung gehen. Und der Gewinner hiervon geht in die Top 8. Ja. Ist immer so ein, auch so ein Faktor bei diesen Top 8 Qualifier Sets, dass man dann vielleicht ein bisschen aufgeregter ist, wenn man so unbedingt Top 8 kommen will. Und dann macht man manchmal so Miss Inputs oder Miss Kill Confirms oder so. Ja. Nee, aber war schon recht even. Ich denke, wir sehen keine Character-Switches. Bin mal gespannt, welche Stage wir gleich hier sehen.
Ja, wir sehen den Terry und wir sehen den Falco. Perfekt. Finde ich gut. Und ganz wichtig, wir sehen nicht den gelben Terry. Das ist jetzt der Skin-Switch. Jetzt sehen wir den roten Terry. Nicht den Jojo-Terry? Nee, jetzt sehen wir den stinknormalen. Okay. Trotzdem ein Jojo-Charakter. Ja, er ist wie so ein Jojo-Charakter. Mhm. Okay, also Game Nummer 2. Wir sehen hier immer noch Terry gegen Falco. Ja. Scouty spielt auf jeden Fall, oder hat er gerade zumindest sehr viel defensiver gespielt als im letzten Game am Anfang. Mhm. Ich glaube, er hat halt bemerkt, dass Terry einfach unfassbar brutal im Nahkampf ist. Da muss er halt echt aufpassen. Aber er holt hier gerade die Kombos, ist sehr schön. Ja, also ich habe bei den DLC-Chars gemerkt, das sind einfach Charaktere, wo du nicht so wirklich mit Intuition arbeiten kannst, sondern du musst die wirklich einfach kennen. Einfach so, wann haben die Lag und wann nicht. Ja. Wenn Terry jetzt zum Beispiel springt und so ein Power-Dunk macht, dann hat er ja auch irgendwie kein Lag ab einer gewissen Höhe. Genau. So ein Kram. Also das ist jetzt gerade bei den neuen Charakteren sehr extrem. Und ja, also er adaptet gut auf jeden Fall. Das ist halt so ein Faktor, den viele unterschätzen. Also wenn so irgendwelche Smash-Veteranen gegen Charaktere spielen, die machen das ja schon aus Intuition. Das kannst du bei so Steve, Kasia, Terry halt überhaupt nicht so. Halt echt nicht. So bei Steve, der musste ja gefühlt das Game komplett neu lernen, um irgendwas gegen diese Blocks zu machen. Oder bei Kasia, da kannst du nicht einfach nur so Whiff punishen. Da musst du noch so auf 10 andere Sachen achten. Das ist halt ganz schlimm. Ja, du musst vor allem halt so vorsichtig spielen gegen alles, ne? Mhm. Also gerade natürlich gegen Kasuya. Oh, der F-Smash. Das killt noch nicht. Und Syntec ist hier schon mal Top 5 gekommen, aber für Scouty wäre das die erste Top 8. Wenn er das hier gewinnt, dann ist das crazy für ihn. Ja. Das killt jetzt, ja. Dead even. Beide können das holen. Okay, interessant, Abi. Okay. Oh. Interessante Sequenz. Ist generell interessant, dass Terry diese Attacke hat, also Spot Dodge Tag, ja, sozusagen. Ja, genau. Das ist ja quasi einfach so ein Up-Tilt, aber er hat irgendwie diese komische Sache, dass er das einfach früher machen kann als die anderen Chars. Verstehe ich. Also ich verstehe nicht, wieso sie das gemacht haben. Aber das kann... Das ist wahrscheinlich so wie im echten Game irgendwie irgendwas. Ja. Ich hab... Wie heißt das? King of Fighters? Ja. Noch nie gespielt. Doch. Ich hab das gespielt, tatsächlich. Auf der Polaris gab's das Neue. Ja, genau. Da habe ich das gedaddelt. Stimmt, ganz vergessen. Da war es auch lustig. Da habe ich einfach Terry genommen und dann einfach die Inputs, die ich aus Smash kenne. Ja. Das klappt gut. Gerade sieht's echt gut aus für Syntec. Wenn Falco diese Edgeguards nicht bekommt gegen Terry, dann hat er echt Probleme, ihn zu killen. Ja, auf jeden Fall. Terry ist ja ein super schwerer Char. So. Ja, der ist so ungefähr wie Link oder so, ne? Noch schwerer. Also noch schwerer, so wie Ike. Ja, ja, ungefähr so. Ich versuche das immer so zwischen Chars einzuordnen. Ja, ja, genau. So kann ich mir das am besten merken. Oh! So, das Gewicht von manchen Chars, also von alle FGC-Chars, sind richtig schwer. So, Ken und Ryu sind auch ungefähr so schwer wie irgendwie so, ich weiß nicht, Ike oder so. So Sephiroth ist so stark, so schwer wie Pikachu. Ja, und Olima und Kirby. Das, das ist so crazy. Das kenne ich so gut, ja. Und Kasia ist eine Unit unter Incineroar. Und Incineroar ist schon echt sehr schwer, ne? Ja, also Kasia ist ja schon, ist so der letzte Heavy. Er ist so ganz knapp unter Super Heavy. Oh, das war's fast. Das war's wirklich fast. Kam der Are you okay? Und das war der Jab into Buster Wolf. Okay, ich muss mal ganz kurz. Production. Fun Fact über diese Combo: Jab Buster Wolf ist nicht true, wenn ihr auf dem Boden seid. Wenn er euch in der Luft mit dem Jab trifft und dann Buster Wolf macht, dann ist true, aber nicht in der Luft. Nicht auf dem Boden. Weil da könnt ihr halt Frame 1 shielden. Das könnt ihr in der Luft nicht. Dann habt ihr halt einen Frame 3 oder 4 Air Dodge. Ja, gucken wir mal, ob Scouty gleich die Adaption holt. Gegen Syntec. Er muss halt sehr viel mehr auf den Jab aufpassen, denke ich. Also, was Syntec ganz gerne macht, ist Shield Drop Jab.
Und darauf muss man halt eigentlich aufpassen. Es ist gar nicht mal so eine gute Option tatsächlich. Weil natürlich erstmal kommt der Shield Drop und dann der Jab. Und das dauert echt lange im Vergleich zu so anderen Out-of-Shield-Options. Und sie hat nicht die beste Range. Oh, der gelbe Terry wieder. Der Jojo Terry. Wir sehen wieder PS2. Was ich ganz komisch finde, ist, dass Syntek diese andere Side B von Terry überhaupt nicht benutzt. Ja, ich finde die eigentlich ganz gut, weil die geht. Oh. Hackt ganz schön Schild weg und oh. Oh, ich dachte schon. Ja, Down Tilt into Down Smash kannst du da echt machen einfach. Ja. Ja, also ich finde die Back Side B sozusagen von Terry eigentlich ziemlich gut. Die ist auch echt gut. Also die ist halt so eine Burst-Option einfach, die du halt eigentlich nicht immer benutzen kannst. Ja, die kannst du nicht so leicht punishen, die haut ganz schön Schild weg. Die ist sehr schnell, also wenn jemand gerade in der Luft ist, kannst du jemanden damit tatsächlich auch kombon. Mhm. Ich glaube, du kannst Side B into Up-Air machen. Oh, das darf passieren. Es ist nicht komplett true, aber es connected sehr oft. Mhm. Oh, nice Backer. Okay, also Scouty geht hier wieder in Führung. Scouty hat sich echt gut gebessert. Ja. Also es ist immer echt cool zu beobachten, wie sich die Leute verbessern in den NEZs. Ich meine, Kurumi ist jetzt auch eigentlich schon vor Top 8 Qualifier. Ich meine, wird schwer gegen Rob, aber ja. Ne, 9. Platz. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, aber ich habe es irgendwie vergessen. Verdammt. Achso, jetzt weiß ich wieder. Also ich denke, das Matchup ist allgemein sehr explosiv. Also das kann halt in beide Richtungen gehen. Und das sieht man auch. Also das erste Game hat Syntek gewonnen. Scouty hat das erste Game gewonnen. Dann Syntek, jetzt wieder Scouty. Das ist halt schon echt nice. Ja. Ich mag aber solche Matchups, die halt... Ja, genau. Also das geht hin und her auf jeden Fall. Aber es ist inzwischen auch so, dass die beiden so schnell adapten, dass man im Game schon nicht mal mehr weiß, wer das gerade gewinnt. Also es geht hin und her wirklich. Das ist ja jetzt gerade eben auch wieder, also komplett even. Oh. Und er lebt noch. Da hat er einmal dieses Side-B gemacht, von der wir gerade eben geredet haben. Und was? Oh, er lebt. Er lebt. Oh mein Gott. Und der F-Smash. Alter. Was für eine Sequenz hier gerade. Okay, und der Up-Smash. Okay, also einfach komplett rein even jetzt hier gerade. Mal gucken. Ja, guck mal, wir sehen hier schon einmal tief einatmen. Ja, Scouty will diese Top 8, was ich auch ganz verstehe. Ich finde das sehr interessant, also wie sehr so Atemtechniken dir beim Ruhigbleiben helfen können. Also auch so im Bracket. Das war immer eine Sache, die ich ganz gut konnte. Wegen so Meditationskram und so ein Kram. Und das hilft so sehr. Ja, also das ist halt manchmal so, wenn dir das ganze Game so ganz schnell und hektisch vorkommt, einfach mal so zwischen, also im Character Select vielleicht kurz den Controller weglegen und einmal ganz kurz so tief einatmen. Ein bisschen ruhiger sein, vielleicht über das Set nachdenken. Oh, die Api killt. Und dann ich muss wieder. Ja, ist es vielleicht ein bisschen ruhiger. Ja. Syntek geht in Führung. 2-1. Scouty muss jetzt die Adaptions machen, wenn er die Top 8 nicht missen will. Ja, es sah schon sehr gut für ihn aus, aber. Gutes Comeback von Syntek. Und das geht bei Terry auch immer super schnell. Ne? Also ja, auf jeden Fall. Ich finde es ganz interessant. Also Terry hat sehr gute Kombos, aber manchmal findet man die einfach nicht, weil die einfach aus dem Jab und aus dem Down-Tilt immer rauskommen. Und manchmal ist es dann so, dass man einfach nach Raw-Hits suchen muss. Zum Beispiel wenn der Gegner in der Luft ist, mal eine Side-B setzt, so eine kurze oder... Zum Beispiel die Dash Attack auch, die kann auch total gut killen. Also Terry generell ist sehr schwer gegen den Charakter zu überleben. Das Beste, was man machen kann, ist wirklich ihn so schnell wie möglich offstage zu kriegen und dann darauf zu hoffen, dass man den Two-Frame bekommt oder dass man ihn irgendwie unterbrechen kann, während er recovert. Und das kann Falco auf jeden Fall. Also er hat seinen Laser. Already. Was? Kann ich mir, also... Okay, mal okay. Gucken. Eigentlich hat das gut geklappt, aber... Heute sehen wir irgendwie die ganz komischen Shots. Toon Link, Wii Fit, Zelda. Ja, Wii Fit. Das fand ich crazy. Stimmt, ich habe sogar vorhin eine Wii Fit gesehen. On Stream, das war ja auch Scouty. Jetzt weiß ich, wer das ist. Damn. Der Wii Fit war... Ich meine Zelda meine ich. Achso, ja genau. Zelda
Der hat auch gewonnen, aber ja. Ich weiß nicht, ob das so gut gegen Terry ist, weil... Stabiler, also ist es auf jeden Fall besser als, als Falco. Falco, ja. Ob man glaubt es nicht, weil Zelda halt nicht so der beste Char ist, aber ich denke, sie kann halt viel besser so auf Range spielen. Was ja, halt, gut, was, das stimmt. Was er nicht mag, also der Terry. Genau, also das ist möglicherweise schon das letzte Game vor der Top 8. Oh, der F-Smash. Wir machen immer eine halbe Stunde, also wir lassen hier gleich einen Timer runterlaufen und danach könnt ihr, also da könnt auf jeden Fall erstmal ein bisschen was trinken, was essen, Alter. Entspannen und dann geht's hier spannend weiter. Viermal Down-Tilt und dann der Jab, ey. Verdammt. Ja, manchmal ist das so. Okay, und also der erste Stock geht hier gerade an Syntec. Oh, da hat er ein bisschen zu schnell Abwehr gedrückt, schön. Aber jetzt kriegt er den Kill. Nice. Bevor er mit Go irgendein Lead aufbauen kann, hat ja, er den Stock geholt. Ganz wichtig. Sehr nice. Ich finde, Scout, die spielt ein bisschen zu ungeduldig. Also im Sinne von, dass er zum Beispiel, wenn er landen will, dass er halt in Terry reindriftet, was er vor allem mit Zelda eigentlich nicht so machen sollte. Aber ich mag Zelda. Ich find's nice, dass hier jemand Zelda spielt. Oh. Schade. Jetzt muss er aufpassen vor dem Down-Tilt. Nice. Oh, okay. Nice. Ist da rausgekommen tatsächlich. Oh, nein. Oh, keine Abwehr. Nee, Up-Tilt. Abwehr ist auch nicht true. Ah, das killt schon. Damn. Das könnte der letzte Stock von Scouty sein in diesem Turnier. Wie gesagt, das macht ein bisschen zu früh. Alter, da hätte gerade eine Down ja. Ah, das ist interessant tatsächlich. Also, dass das dann so lange laggt und er praktisch verwundbar ist, das ist auf jeden Fall, sollte ein Setup sein. Ja, das ist so ein. Es ist ja immer so, wenn du irgendwas hittest, dann extendet es deine Hitbox sozusagen. Ja. Und das ist bei sowas halt ziemlich brutal. Alter, was war das denn gerade für ein Confirm? Clean to fair, ne? Ja. Ja, das habe ich noch nie gesehen. Okay. Ich habe das von. Wie hieß er denn nochmal? Filch. Filch hat das auf jeden Fall schon mal gemacht, ja. Damn. Ich habe auch mal gegen Filch schon öfter mal gespielt, so, aber ich habe den. Das Setup habe ich noch nie gesehen. Ja, jetzt führt er auch schon wieder mit 5% her. Alter. Oh mein Gott. Alter, und das ist jetzt gerade eine super gute. Oh ja, den hätte man readen können. Den hätte man readen können, den Jump. Oh, weil in der Situation will keiner sein. Oh, aber da muss er aufpassen. Der Air Dodge. Das Alter, ist der Power Dunk 100%. Das ist der Scouty Air Dodge gerade gewesen. Er ist auf Kill-Prozent. Oh! Oh! Die Abi! Riesenfehler! Oh, jetzt. Das jetzt ist seine Chance. Oh! Das killt! Nein, das killt noch nicht! Was? Was? Ah, der Power Gazer! Er killt! Der Power Gazer! Kein Killscreen, einfach straight up tot. Alter. Oh mein Gott. Verdammt, ey. Das war knapp am Ende noch.